Ja. Cool. Mission erfüllt. Und damit... Hey, what's up? Alex! Und damit herzlich willkommen in Bonusteilen von GTA San Andreas. Wir sind wieder in unserem Viertel. Hey, bist du Stoff? Und machen direkt wieder das, was der Alex am besten kann, nämlich Leute abknallen. Nur 2400. Ja, ja. Oh, guck mal, das Geld! Was? Ei, ei, ei. 284.000. Ja. Wobei ich mehr von GTA 5 gewohnt bin. Aber egal. Ja, der erste Teil, Bonus von GTA San Andreas. Und Alex, was machen wir? Womit fangen wir an? Guck erstmal, wie viel Prozent wir haben vielleicht. Fast noch, 60%. Noch nicht mal 60%. Wir fangen an... Ist das so viel? Ich weiß halt echt nicht, was alles den 100% gehört. Das müssen wir halt einmal nachschauen. Ob wir alle Klamotten kaufen müssen oder sonst ein Scheiß. Was? Ich weiß es nicht. Also jetzt mal, um die Frage erstmal vorweg zu beantworten. Was haben wir vor in den Bonusteilen? Alex, was hast du vor? Willst du wirklich die 100? Ja. Das ist das Ziel. Ich möchte die 100, ja. Okay, also dann macht euch gefasst. Aber wenn ihr irgendwas vielleicht nicht sehen wollt, ihr müsst euch ja nicht angucken. Ihr seht ja, was in der Mission passiert, ne? Ja, was heißt, ihr seht, ja, logischerweise sehen die das. Nein, die sehen ja vielleicht, die sehen ja schon am Titel. Wenn die sagen, ja, okay, ich habe jetzt keinen Bock zu sehen, wie der 3-Trucker-Mission macht, ne? Ja, dann guckt. Also ich werde versuchen, in der Beschreibung, das mache ich ja immer so einen groben Überblick über den Inhalt der Mission zu geben. Was ist denn da? Was ist der Rot? Können wir Lowrider-Treffen machen. Das versuche ich natürlich jetzt hier auch in den Bonusteilen, wobei es hier natürlich etwas schwieriger ist, weil es fast immer dasselbe ist. Wie jetzt zum Beispiel, wo wir die ganzen Gebiete zurückerobert haben. Da werde ich reinschreiben, ja, Gebiet zurückerobert. Also da werde ich jetzt nicht so viel reinschreiben. Aber nichtsdestotrotz, macht euch drauf gefasst. Du fängst mit Rennen an. Bestes Rennen, da bin ich schon Erster geworden. Macht euch drauf gefasst, dass es hier jetzt so lange Videos gibt, bis der Alex die 100% sieht. Und du hättest direkt abbiegen müssen. Da bin ich schon mal Erster geworden. Nein, nein, das war das andere. Ach so, deswegen habe ich das Rennen ja nicht gemacht. Natürlich. Trifft sich gut, ich muss mal kurz auf Toilette. Lass mich halt hier runterlaufen. Oh. Ja, du hast direkt angefangen wieder, direkt wieder aufgenommen. Ja, das Spiel ist ja auch direkt weitergegangen. Eieieiei. Lol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 . Hallo, Herr Wachtmeister. Wollen wir denn hier mal ein Auto? Wieso er denn jetzt abblende? Achso, jetzt landen wir hier direkt wieder. Ja, also ich glaube, wenn ich das jetzt spiele, ich glaube, das geht dann mehr als nach hinten. Und deswegen würde ich sagen, machen wir einfach eine kurze Pause und sehen uns sofort wieder. So Leute, ich nehme weiter auf. Ach, guck mal, was soll das denn jetzt heißen? Das sind alles schon Rennen, die ich schon mal gemacht habe, wo ich sogar Erster geworden bin. Was ist denn das? Ich werde jetzt mal nebenher, während der Alex hier sein Bestes wie immer tut, werde ich mal versuchen, nachzuschauen, was so alles zu den... Was machst du denn? Was machst du? Du bist doch schon wieder Sechster. Guck mal. Was denn? Was machst du denn? Guck doch! Kann es sein, dass die zweite Maus irgendwie blockiert? Nein. Hä? Aber du siehst, ich drück die Tasten. Funktioniert's denn? Funktioniert's jetzt wieder? Schwierig. Keine Ahnung. Also das Ding ist hier. Und jetzt? Nee, wie? Okay. Ja, jetzt geht's wieder. Hast du irgendwas gemacht? Eigentlich nicht, nein. Ah, ich werde angerufen. Leute, bis gleich. Zur Arbeit hatte gerade angerufen. Ja, das Rennen, das wird jetzt wieder nix.
Aber wenn es dann jetzt klappt, können wir es vielleicht beim nächsten Mal schaffen. Fahndungslevel. Das ist immer sehr schlecht bei Rennen. Das ist immer bei dir. Ja, ich habe vom Polizisten einen aus dem umgefahren. Aus Versehen! Na, ist klar. Bestes Resultat 6. Nice. Ich bin ja mal echt gespannt, wenn wir das jetzt hier schaffen, wie viel Prozent das auf der... Also geldtechnisch kriegen wir mal 10.000 für jedes gewonnene Rennen. Ja, es geht ja jetzt nicht ums Geld. Es geht ja nicht ums Geld. Es geht ja jetzt um die Prozentzahl. Ne? Und da bin ich mal sehr gespannt. Oh, was ist denn sowas hier? Das kann... Was soll denn so ein Scheiß? Schon mal so gut es geht. Ja, ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Da bist du mal Erster geworden, hast du gesagt? Ich rede von den anderen Rennen, die ich nicht gemacht habe, weil ich schon Erster, weil das sind Rennen, hier sind ja auch drei Story-Rennen sind da drin. Ich bin schon wieder Letzter. Also ja, die drei Story-Rennen sind ja auch drin, ne? Und da bin ich Erster geworden, weil du musst ja storytechnisch Erster werden, wenn es weitergeht. Und deswegen hier. Erster, Erster, Erster. Deswegen habe ich gesagt, okay, die muss ich dann ja nicht machen. Ah, okay, nicht verfügbar? Weil die noch nicht gefahren ist, oder was? Ja. Oh, das sind aber nicht wenig. Eieiei. Was hatten wir eben nicht? 58% irgendwas, ne? Ja. Bin ich mal gespannt, wenn er das jetzt gewinnt, wie viel Prozent wir dann haben. Vielleicht einen halben, ja, noch weniger kriegen wir dann mit. Eieiei. Also ich hab hier mal... Na, ich hab ja mal nachgeguckt. Bürgerwehr, Feuerwehr, Sanitäter, Zuhälter, Frachtmission und Taximission. Müssen wir alle 50 haben. Nein. Das ist Schwachsinn. 50 Taximissionen. So. Level 2 Frachtmission. Dann haben wir die für die 100% alles gemacht. Ja, immobile Nebenjobs gehört ja auch noch dazu. Was ist denn jetzt los, CJ? Vielleicht steigst du mal auf dein Fahrzeug und versuchst nicht einen Polizeiwagen zu klauen. Das eine weiße Auto, was da vorhin an der Tankstelle stand, wo du draufgesprungen bist, ne? Wo das war ein Zuhälterwagen. Genau, hier steht's nämlich auch. Was steht da? Ein Broadway mit diesem Fahrzeug wird die Mission gestartet. Also ich glaube, da werden wir noch sehr viel Spaß mit haben mit diesem Spiel. Nein, ich weiß, die erste Mission schaffe. Alle Verstecke? Was für Verstecke? Von Hufeisen und von dem ganzen Dreck. Ne, bis auf alle versteckte Waffen. Okay, dann weiß ich. CJ. Also oben muss man aufpassen, weil CJ dann gerne mal nach vorne überbeugt. Aber ich hier muss man aufpassen, dass man nicht zu schnell wird. Naja, sonst hebt man ab, ne? Aber es ist schon ein bisschen komisch. Also ich meine, es ist jetzt keine große Strecke oder so, aber trotzdem ist es, glaube ich, mit die schwerste, kann das sein? Ja. Aber das sieht ja schon mal ganz gut aus. Muss nichts heißen, muss gleich nur ein Auto in die Ecke fahren, mich runterschmeißen. Das ist natürlich dann schlecht. Wie da jetzt zum Beispiel. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, gib's ihn, gib's ihn. Wo ist das Ziel? Hier unten. Da? Komplett die Kontrolle verloren. War zu früh, oder? Nee, ich hab die Kontrolle verloren. Ich hab das ja nicht mit Absicht. Ich will ja nicht rein. Scheiße.
Hier ist das Ziel. Kacke. Ah, Mann. Das ist ärgerlich. Ja, dann nämlich rechts und links geschwenkt und dann war er weg. Scheiße. Du willst die 100%. Ja. Gibt doch ein Graffiti. Ja, da haben wir Graffitis. Hätte ich zuerst die Motorradfahrschule machen sollen. Hühnbord Graffiti. Echt? Macht das was? Geht der dann besser damit um oder was? Dann habe ich mehr Fahrerskill. Dann fällt er nicht so schnell rum, ja. Hat mehr Handling. Aber jetzt hier durch die Fahrerei müssen wir doch eigentlich auch gewinnen, oder? Guck mal, du bist erst da. Hey, komm jetzt. Das schaffst du. Was man niemals machen darf, in einem Rennen nach hinten gucken. Ja, wenn niemals. Wenn man gerade ausfährt. Und das Lustige ist ja, er fährt ja auch ohne Helm. Oh, fuck. Ey, das kann doch nicht sein, ne? Alex nimmt meinen Bude hier auseinander. Aus Frust fährt er jetzt beim Auto. Sollten wir vielleicht erstmal Graffiti sammeln? Ja, genau. Versenk dich im Meer, genau. Hä? Nein, wir haben jetzt in dem Part ja schon angefangen, so. Ne? Ja, also echt? Mitten im Part eine Mission oder Aufgabe weg. Oh. Na, was wolltest du sagen? Was wolltest du sagen? Aufgabe wechseln ist ja auch scheiße. Ne, komm, hab ich irgendwas. Dass man das auch mittendrin nicht abbrechen kann, das ist ja scheiße. Aber hey, guck mal, maximale Gesundheit. Hast du mehr bekommen? Warte, lass mal. Weil hier keiner drängt, weil die alle, nicht, genau, ja. Weil die alle irgendwie kreuz und quer fahren. Komm, du bist Vierter. Gleich Dritter. Wenn die schon umkippen, können die mich dann wesentlich raushalten? Fahr mir doch nicht hinten rein, du Arschloch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut reagiert. Sehr gut reagiert. Scheiße. Ah, Kacke. Weißt du was, da kann ich doch nichts für. Also es ist schon assi manchmal das Spiel, ne? So, erst das mal tauschen. Ich meinst, das schaffst du noch? Ich weiß nicht. Was? Was? Ich bin getötet worden. Was hatten wir denn an Waffen? Ah, ja. Das ist scheißegal, was wir an Waffen hatten. Oh, nee, ey. Was nu? Wieder dahin? Ja, muss ja. Wo ist das denn? Drück jetzt mal am Taxi-Mission. Guck mal, so eine schöne Musik. Ich bin gerade ein bisschen angefressen. Alex. Ein bisschen ist gut. Beiß dich durch. Waff, waff. Hey? Hab ich Schluck auf. Er will's wissen. Er will's wissen. Ich muss es ja machen. Ich komme ja nicht drum herum. Aber was mich komisch stimmt, ist, dass wir jetzt hier schon die ganze Zeit fahren und noch keine Fahrerskills dazu bekommen haben. Ja. Na, normalerweise müssten wir jetzt hier, ne, so wie du fährst, was dazu lernen.
Soll ich mal versuchen? Unsere Homies wieder. Du hast eine gute Waffe. Hey! Der hat eine gute Waffe. Ja, mach doch mal ein anderes, oder? Na, ich muss das ja machen. Ach. Auch wenn es mich deprimiert. Na, guck mal, die feuern dich alle an. So, komm, fahr das mal. Ich habe das Gefühl, so Autos, die fahren immer nur mich an. Was mir auch gerade aufgefallen ist, wir sind ja wieder komplett grün angezogen. Hast du den Kerl umgezogen? Achso, nee, wenn du stirbst, wird die Sonderkleidung. Achso. Da, guck dir das an. Alle fahren da drumherum, nur bei mir nicht. Naja, du bist nicht drumherum gefahren. Ja, nee, aber bei mir fährt er raus. Arschloch. Guckst du so? Penner. Alex! Lass deine Aggression nicht an den armen Leuten aus. Ja, mit dem Fahndungsstall. Ein Rennen fahren, das ist auch lustig. Ah, guck mal, einer ist schon abgehangen. Dein Motorradskill verbessert, das ist. Läufst weniger Gefahr, vom Motorrad zu fallen. Ups. Aber ich hab den Balken jetzt gar nicht gesehen, wie der größer geworden ist. Manchmal kommt da nur so ein Spruch. Nicht? Dabei, hey, immerhin etwas. Wenigstens lohnt sich das dafür. Können die nicht irgendwo alle umfallen? Kannst du ja Cheats einschalten. Wenn du Cheats eingibst, kriegst du 100% nicht mehr. Das ist ja assi vom Spiel. Ja, wieso? Ist doch verständlich. Nein, aber dass sie das so mit einprogrammiert haben. Guck mal, da hinten fährt 5 und 6. Echt? Hast du? Cool. Krass. Da sind sie aber ziemlich großzügig. Aber ich glaube nicht, dass du da noch was reißt. Wieso fährst du in die andere Richtung? Der hat sich schon wieder gedreht. Eieiei. Wie assi war das denn bitte? Alles Motorrad. Fährt da... Na, nackt... Da waren zwei nackt... Drei nackte Weiber? Ja. Da wollte mich anschieben, oder was? Oh, das war nicht schlecht. Nutze dies zu deinem Vorteil. Ich versuch's. Den jetzt umgehauen. 2 von 6, Alex. 2 von 6. Ja, vor mir ist das Rennen einfach dreimal so lang wie das andere. Da vorne fährt die letzte Nackedei. Warum? Oh, du hast einen Fahndungsstern. Scheiße. 2 Fahndungssterne. Und du fährst an der Wand. Wo kommt der wieder her? Keine Sorge, du bist immer noch Zweiter. Gemein ist, dass man die auch nicht abschießen kann, ne? Nee, wer? Geht's los? Und die stehen einfach da und... Ah, das ist so gemein. Die fährt aber ganz schön gut, oder? Wow, das war knapp. Das... ist scheiße. Kacke. Aber es war echt nicht schlecht. Vielleicht finden wir ja hier auch was. Wieso umbringen? Um mein Fahndungsgerät wegzukriegen. Aber was ist denn das jetzt gerade auch für ein Scheiß? Jetzt ernsthaft.